Und ich hätte nicht gedacht, dass es mich dann trotzdem so weiterbringt im Bankdrücken. Ich dachte da eigentlich, es hält mich ein bisschen zurück. Ich bin vielleicht sogar schwächer im Bankdrücken, aber die ersten Sessions habe ich schon gemerkt, das aktiviert mich nur noch mehr und ich bin absolut ready, um dann ordentlich zu drücken. Servus Leute, mein Name ist Paul Leitner. Willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute geht es um meinen neuen Trainingsplan. Seit der letzten Wettkampfdiät ist viel passiert, ich habe einiges umgestellt. Heute nehme ich euch genau mit, was ich verändert habe und wie ich hoffentlich ordentlich Gains mache. Mein heutiges Training habe ich für euch bereits abgefilmt. Ich dachte mir, ich werde das zu jeder Übung genau was erklären und euch genau zeigen, wieso, weshalb, warum ich was mache. Was sich im Vergleich zur Wettkampfdiät schon mal nicht verändert hat, ist das Aufwärmprogramm. Also ich bin nach wie vor immer trotzdem, ja, sagen wir mal 10 bis 20 Minuten auf dem Laufband mit Steigung. Jetzt natürlich habe ich ein bisschen mehr Tempo drauf als auf Diät. Also da habe ich schon so auf 5 km/h runtergeschraubt. Jetzt laufe ich schon fast so mit 6,5 km/h mit Steigung und komme gut durch. Ich versuche einfach nur, dass ich schön warm werde, dass ich ein bisschen schwitze und ich einfach ready fürs Training bin. Und dann vor allem natürlich noch beim Push-Day die Rotatoren warm machen. Das heißt seitlich und horizontal wird alles ein bisschen durchgepumpt und aufgeladen und aufgewärmt, damit ich auch dann hier ready bin, um ordentlich zu drücken. Aber wir starten tatsächlich nicht mit einer Drückübung, sondern mit einer fliegenden Variante, das war Butterflies. Hier mache ich tatsächlich nur 2 Sätze, das habe ich erst seit kurzem dann so umgewandelt. Sonst habe ich eigentlich auch immer nur Bankdrücken gemacht, das einzige Brustübung, weil ich einfach sehr, sehr wenig Volumen vertragen habe. Und dann habe ich mal umgestellt, nachdem ich öfter mal mit Kevin trainiert habe, auch öfter mal das Trainingssystem von Stefan Kienzel gesehen habe und dann versucht habe, einfach mal anzuwenden. Das ist nämlich einfach nur 2 Arbeitssätze pro Übung und bei mir hat das bei Brust einfach grandios gefruchtet und super funktioniert. Deshalb habe ich das so umgestellt und starte dann eben mit 2 Sätzen Butterfly sozusagen als Voraktivierung für dann die nächste Drückübung und es funktioniert mega. Einfach 2 Sätze all in und ich hätte nicht gedacht, dass es mich dann trotzdem so weiterbringen im Bankdrücken. Ich dachte da eigentlich, es hält mich ein bisschen zurück. Ich bin vielleicht sogar schwächer im Bankdrücken, aber die ersten Sessions habe ich schon gemerkt, das aktiviert mich nur noch mehr und ich bin absolut ready, um dann ordentlich zu drücken. Beim Bankdrücken handhabe ich es dann so, dass ich einen Topset mache, das heißt ja, zwischen 140 und 170 Kilo meistens an die 5 bis 7 Reps, vielleicht auch mal 4 Reps, wie auch immer. Aber wie gesagt, einen Satz, wo ich wirklich schwer gehe und schaue, dass ich einfach da so viel Kraft wie möglich reinstecke. Hier bei dem Satz ist zum Beispiel richtig schwer geworden, also da war das definitiv eine RP 11 fast schon. Also ich hätte auf jeden Fall keine Wiederholung mehr geschafft, auch wenn sich die 150 da auf der Bank recht leicht angefühlt haben. Normalerweise bin ich halt die aus dem Intelligence Strength gewohnt, die Leiko Bankdrückerbank, wo es absolut grandios geht und die habe ich halt richtig schön den Arsch hochgebracht. Aber ich habe es immerhin geschafft. Es war aber am Limit. Und dann gibt es eben den Backoff-Satz, 120 bis 130 Kilo, über 10 Reps. Davor habe ich ja wie gesagt den schweren gemacht mit 4 bis 7 Reps. Und hier soll es dann wirklich über 10 sein. Und da bin ich auch schon ready für die dritte Übung, die ich aber diesmal in der heutigen Training nicht direkt danach gemacht habe, weil einfach nichts frei war, zumindest die Multipresse nicht, wo ich es normalerweise gerne mache, sondern habe dann einfach mit Seitheben schon gestartet. Nachdem es eben Push-Day ist, mache ich da auch eben Schulter und habe dann einfach bei Seitheben mit Kurzhandel gearbeitet, weil auch jedes Seil besetzt war, ich keine Ahnung, was da los war. Aber ich habe einfach trotzdem bei Kurzhandel All-In gegeben und hat trotzdem genauso gut funktioniert. Hier mache ich dann zum Beispiel 4 Sätze. Bei Schultern habe ich das Volumen übrigens auch krank reduziert. Sonst hatte ich immer so, ich glaube, sogar 24 Sätze pro Trainingseinheit an einer Schulter-Arm-Session und jetzt halt nur noch 8. Zumindest hier am Push-Day, am Pull-Day auch nochmal 4. Das heißt, es sind dann auch 12 mal 6, ja, sind trotzdem noch 36 Sätze die Woche, aber lässt sich auf jeden Fall, nee, stimmt doch gar nicht. 12 mal 3 sind aber trotzdem 36, egal. Aber es sind auf jeden Fall deutlich weniger Volumen als sonst und meine Schulter regeneriert super und ich glaube, sie ist sogar gut am Wachsen. Also es hat mir auf jeden Fall weitergeholfen. Aber dann geht es tatsächlich weiter mit der Übung, die ich eigentlich geplant hatte, nämlich Schrägbank an der Multipresse. Ursprünglich habe ich damit gestartet, weil ich eigentlich die Multipresse reservieren wollte für Schulterdrücken, weil ich damit auch gestartet habe erst vor kurzem. Ansonsten ja noch im Stehen gemacht. Habe ich aber, ja, ich habe es gefühlt, ich habe es auf jeden Fall gut gespürt. Aber ich habe irgendwie gemerkt, ich brauche mal was Neues und hatte Bock auf was. Und jetzt nur eine Maschine hat mich nicht so gereizt, weil in jedem Gym natürlich auch die Maschine anders ist. Und die Multipresse ist in jedem Gym meistens ähnlich, zumindest ähnlich geführt. Klar, das Gewicht der Stange ist immer anders, aber ansonsten ist der Bewegungsablauf sehr, sehr ähnlich. Hat dann einfach damit gestartet, Schrägbankdrücken mit relativ schräger Einstellung zu machen und dann mit kurzen Stops unter dem King unter dem Kinn zu arbeiten, das heißt mit Spoto Press. Und es hat sich einfach absolut geil angefühlt. Hier mache ich dann dafür nur einen Satz davon, all in, zwischen 10 und 14 Reps. Und das Feeling ist absolut geil, bringt meine Brust nochmal gut zum Brennen und ja, ist dann in den 2 Tagen wieder regeneriert. Ich mache nämlich Push und Pull eben abwechselnd 6 Tage die Woche. Das heißt, jeden zweiten Tag Push, jeden zweiten Tag Pull. Ist auf jeden Fall sehr hohe Häufigkeit, deshalb konnte ich halt eben nicht so viel Volumen gewährleisten. Aber hier mit 5 Sätzen Brust
bin ich sehr, sehr gut bedient. Und dann kommt hier auch schon die zweite Schulterübung und das ist eben Schulterdrücken an der Multipresse. Und da sieht man gleich im ersten Satz, dass man hier einfach extrem geil all in gehen kann. Also ich habe gleich im ersten Satz ans Versagen gedrückt, was vielleicht nicht ganz so optimal war, aber ich kann halt wirklich hier an der geführten Maschine so viel wie möglich geben, ohne jetzt ans technische Versagen zu gehen, weil mich halt die Maschine fühlt und ich eigentlich nur drücken muss. Klar, da kann man auch recht leicht schummeln oder mal ein paar andere Muskeln involvieren, wenn man sich irgendwie ein bisschen verreißt. Aber grundsätzlich ist es einfach ein geiles Ding, um den Muskel so gut wie möglich nochmal auszubrennen und einfach alles rauszuholen, was geht. Und deshalb fahre ich die Maschine, da mache ich auch 4 Sätze davon. Das heißt, wir haben dann die 8 Sätze Schultern voll, die 5 Sätze Brust voll und können dann weitermachen, tatsächlich mit dem Beinpart von dem Training. Denn wie gesagt, ich habe nur 2 Trainingstage der Woche. Das heißt, 2 unterschiedliche Split-Tage, einfach Push und Pull, Ganzkörper. Und deshalb starten wir dann hier weiter mit der Adduktormaschine. Zwischendurch nochmal ein geiles Produkt für euch, und zwar No Way Clear. Ist erst seit kurzem draußen, hat ein vollwertiges Aminosäurenprofil, 10 Gramm Eiweißproportion, im Prinzip der verbesserten EA. Wir haben keinen schwefeligen Nachgeschmack und wie gesagt, alle Aminosäuren enthalten, was zu einer deutlich besseren Aufnehmbarkeit der Proteine führt. Und die Löslichkeit ist einfach nur krank geil. Also es ist einfach ein Proteinpulver, ein Protein-Erbsen-Hydrolysat, das heißt, es ist extrem gut verdaulich, kann dann eben auch im und ums Training herum gegessen werden, bzw. getrunken werden natürlich, oder auch zu nicht so proteinreichen Mahlzeiten und stockt dann einfach euren Proteinkonsum ein bisschen auf und das mit hochwertigen veganen Aminosäuren und das mit absolut krankem Geschmack. Cherry Lollipop und Green Apple sind jetzt verfügbar. Gönnt euch über den Link in der Beschreibung, kommt auch nochmal ein gratis Exclusive dazu plus eine gratis No Way Probe. Deshalb zuschlagen lohnt sich, gönnt euch und macht ein paar Gains. Adduktor mache ich eigentlich immer 4 Sätze, also ich habe nie weniger gemacht, weil ich einfach richtig fetten Fleisch-Oberschenkel haben möchte und es hat sehr, sehr gut funktioniert. Also ich glaube, der Oberschenkel ist vor allem innen bei den Adduktoren ordentlich was dazugekommen und das nichtsdestotrotz wegen dem schweren Adduktortraining. Also ich schaue da wirklich, dass ich da ordentlich Gewicht drauf brette und dass es nicht so leicht ist, ist bei vielen Adduktormaschinen leider nicht ganz so der Fall. Zum Glück kann man noch ordentlich Gewicht draufpacken und dann geht es auf jeden Fall klar, da im Supersatz dann gleich mit der Wadenmaschine sitzend, wechsle ich auch immer ab, entweder mal sitzen oder mal stehen, nachdem ich Bock habe, aber meistens nehme ich die sitzende rein, weil ich die irgendwie mehr fühle. Also ich finde die geiler, habe weniger Spannung auf dem unteren Rücken und macht mir einfach mehr Bock, macht mehr Spaß, da versuche ich eigentlich auch nochmal alles rauszukitzeln und so viel zu geben wie möglich, um da auch noch ein bisschen Wachstum zu generieren. Und ich glaube, meine Waden, die sind auch halbwegs verbessert worden, auch wenn jetzt da kein krasser Wachstum gewährleistet werden konnte, ist da auf jeden Fall gut was vorangegangen. Aber vor allem die Adduktoren, auf die bin ich stolz und da werden auch die 4 Sätze nach wie vor gebrettert. Dann geht es weiter mit Beinstrecker. Habe ich tatsächlich in der Diät auch so gestartet, dass ich mit Vorermüdung arbeite. Das heißt, ich habe zuerst Beinstrecker gemacht und dann zum Beispiel Ausfallschritte oder nochmal eine Squat-Variante. Hier mache ich jetzt Beinstrecker im Supersatz mit Trizeps. Nachdem Trizeps sowieso einer meiner Stärken ist, lege ich da jetzt nicht mehr ganz so viel Wert drauf und mache dann eigentlich so Protein-Session, eine Übung, 3 bis 4 Sätze. Schaut trotzdem, dass ich recht hart trainiere, aber muss mich da jetzt nicht unbedingt steigern oder irgendwie krasse Kraftwerte voranbringen, sondern schaut einfach, dass ich den Trizeps gut durchpumpe, weil wachsen sollte eigentlich jetzt nicht mehr groß, eher die anderen Muskeln sich ein bisschen dem anpassen und das Volumen angleichen. Deshalb hier Trizeps eben nicht die höchste Priorität, wechsle ich auch meist die Übungen ab, je nachdem, wie ich Bock habe. Und dann ist das kein großes Hexenwert, nachdem, wie gesagt, mein Trizeps jetzt nicht unbedingt eine Schwäche ist, sollte das auf jeden Fall so passen. Aber bei Beinstrecker gehe ich definitiv all in. 3 Sätze zur Voraktivierung spüre ich auch absolut geil und macht dann extrem Spaß, wenn es dann weiter zur nächsten Übung geht, schon mit einem ordentlichen Quad-Pump und vor allem auch mit einem ordentlichen Adduktor-Pump zu trainieren und dann eben die Beine nochmal ans Limit zu treiben. Also hier auch 3 Sätze, 10 bis 15 Reps ist eher dann die höhere Rep-Range zwischen 14 und 15. Bei Trizeps sind es dann auch so 3 bis 4 Sätze mit 14 bis 16 sowas. Also ihr seht, ich achte jetzt nicht so krass auf meine Wiederholungszahl, dass die zumindest unter 20 bleiben und bei vielen Übungen eigentlich über 10 und dann ist alles gut. Hauptsache geht halbwegs ans Limit. RP 8 bis 10 ist alles sinnvoll und dann ist der Wachstum auch am Start. Und was mir extrem geholfen hat, ist, dass ich mein Quad-Volumen relativ stark reduziert habe, also zumindest pro Trainingssession. Sonst habe ich auch manchmal 3 Übungen gemacht, in den meisten Fällen aber eher 2, aber mit jeweils 4 Sätzen. Und jetzt, nachdem ich nur 5 Sätze Quads habe pro Trainingseinheit und dann zum Beispiel jetzt bei der nächsten Übung, bei der Hackenschmiedmaschine nur 2 volle Arbeitssätze mache, nimmt mir das erstens viel Druck über den Kopf weg und zweitens kann ich mich da einfach besser pushen und meine Leistung in jeden Satz wirklich krass reinlegen. Und man sieht, dass bei Hackenschmied eventuell auch nochmal 1, 2 Reps möglich gewesen sein, aber meine Bein ist krank am Limit. Also ich merke, dass ich mich auch sehr, sehr gut steigern kann, vor allem dann bei der Drückübung, was Beine angeht und dass einfach das Muskelgefühl absolut Endlevel ist. Also es ist einfach nur crazy und eben dann in diesen 2 Sätzen versuche ich all in zu gehen, sind dann inzwischen 8 und 15 Reps
je nachdem, wie ich das Gewicht halt ausgewählt habe, ob es eine neue Übung ist oder nicht. Aber in den meisten Fällen nehme ich eher eine Hackenschmidt-Maschine und dann knall ich mir richtig einen rein und das macht absolut Spaß und macht Bock. Und da seht ihr, ich habe ein paar Übungen drin, dauert auch recht lang. Also heute mit Filmen habe ich so 2 Stunden gebraucht, also eigentlich ähnlich wie so ein Oberkörpertraining. Aber jetzt sage ich mal, für mein Trainingspensum ist es eigentlich schon recht schnell. Also andere Leute würden auf jeden Fall viel länger brauchen. Ich bin eher ein schnell Trainierender, da geht es auf jeden Fall klar, 2 Stunden Training kann man mal machen. Aber sonst sind schon relativ viele Übungen pro Training und ja, es ist halt nicht so abwechslungsreich. Ich arbeite einfach nur 2 verschiedene Trainingstage, aber der macht mir auf jeden Fall noch Bock. Und mal schauen, wie lange ich das gut durchziehen kann und wie gut ich mich noch steigere. Jetzt bin ich ja im Bankdrücken sehr, sehr stark geworden. Wie gesagt, ich glaube, dass meine Quads auch nochmal gut vorankommen. Vor allem meine Hamstrings, was ich euch dann auch im Pull Day berichten werde, sind auch sehr, sehr gut vorankommen. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Habt den kleinen Einblick in meinen Trainingsplan bekommen. Ich habe natürlich auch Freude daran, das mit euch zu teilen. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Ob ihr vielleicht ähnliche Trainingsplan habt, ob ihr das euch gar nicht vorstellen könnt. Aber ansonsten freue ich mich über euren Support. Lasst ein Like da. Aber nicht vergessen, Link in der Beschreibung abchecken für die geilsten Subs überhaupt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.